Und bei uns zu Gast, ich habe es gerade schon gesagt, Cheryl Metro, Autor, Journalist, Eishockeyspieler, Vermittler und Autor seines eigenen Lebens, seines eigenen Lebens. Hier ist das Buch. Ich lasse mich nicht behindern. Herzlich willkommen. Hallo. Was sicherlich alle zunächst interessiert, wie ist das passiert? Ich habe es gerade gesagt, 2,5 Jahre warst du? Ja, ich war 2,5 Jahre alt. Wir wohnten in einem Bahnhof, in einem kleinen Bergbahnhof in Wallis, ganz am Süden der Schweiz. Und ich spielte mit meinem Dreirad auf dem Gleise und da habe ich nicht gesehen, dass der Zug weggehen war. Und da habe ich keine Zeit gehabt, das zu verhindern. Und da habe ich meine zwei Beine verloren. Mhm. Ich war 2,5 Jahre alt. Ich war glücklich, dass nichts Schlimmeres passiert ist, aber es war schon... Kannst du dich an diesen Tag noch erinnern? Nicht genau. Es ist eine Mischung zwischen, was die Leute mich erzählt haben danach, mhm, und was ich selber erinnere ein bisschen. Ich habe ein bisschen ein Schuldgefühl, weil ich meine Mutter nicht gehorcht habe. Ich habe meine Mutter immer mit mir gesagt, ihr müsst nicht auf der Gleise sein, wenn der Zug kommt und so. Und für 2 Minuten habe ich das vergessen. Und darum hatte ich ein bisschen ein Schuldgefühl. Ich habe etwas falsch gemacht. Mhm. Es war dann auch jemand im Zug, der dich da wieder rausgeholt hat? Ja, ein Lehrer, der in dem Zug war, weil der Führer wagte nicht. Er ist in den Zug gekommen und hat gesagt, ja, ich habe ein Kind überfahren, aber ich will nicht das sehen, will jemand sehen gehen, was läuft runter. Und dieser Lehrer ist gekommen und hat mich rausgeholt. Ja. Hast du an den noch Erinnerungen? Weil der ist ja dann mit dir nach Hause? Ja, wir sind. Er hat mich nach Hause, es war 20 Meter entfernt, mhm, er hat mich nach Hause gebracht. Aber ich war schon bewusst, ich konnte sprechen, ich hatte fast keine Schmerzen. Es war wie etwas zu stark, um Schmerzen zu haben. Und ich hatte noch meine Beine mit. Und dann, wenn er mich gesessen hat, sind meine Beine einfach weggegangen. Mhm. Und dann ist die Ambulanz gekommen, wir sind zum Spital gegangen und dann hat die Geschichte angefangen. Die lange Geschichte, die du jetzt bist du 39, ja, aufgeschrieben hast. Und über diese lange und wirklich sehr beeindruckende Geschichte wollen wir gleich natürlich noch weiterreden. Ich danke dir erstmal bis hierhin.